Hallo liebe Freunde der Sonne, Diätwoche Nummer 3 geht heute schon los. Die ersten zwei Wochen sind wie im Flug vergangen und ihr wollte euch heute mal einen kleinen Vlog-Update geben. Werde ich auf jeden Fall alle zwei Wochen machen, aber sagt mir Bescheid, falls ihr das gerne wöchentlich haben wollt. Und ja, Waage hat heute 68,3 und sagt, gestern war ein neues Low mit 68,2. Also es sind schon gut 2,2 Kilo weg. Also voll gut für die zwei Wochen. Bin ich happy damit. Morgen habe ich meinen Termin beim Coach. Und dann werden wir schauen, was der so sagt. Aber ihr müsst wissen, ich habe die letzten drei Tage eine Blasenentzündung gehabt. Habe mich jetzt aber vom Antibiotikum gedrückt. Und heute ist der erste Tag, wo es quasi weg ist. Also ich habe vorgestern ziemlich viel Ibuprofen genommen, merke ja nach vorne, man sieht es so von den Wassereinlagerungen her, also ich spüre das auch immer. Nur dass ihr da Bescheid wisst, nicht optimal. Habe jetzt auch die letzten zwei Tage in dem Fall nicht trainiert, aber bin froh, dass ich heute wieder fit bin. Also heute geht es auf jeden Fall wieder ins Training. Ich bereite jetzt gerade meinen Haferbrei zu. Dazu gibt es gleich mal Meter Plus. Ich habe davor schon Check-ins gemacht, Posen geübt und mache jetzt auch noch gleich Lorenzheim-Brei. Und dann muss ich mich fertig machen, weil ich habe gleich einen Termin. So, ich habe mir jetzt gerade ready gemacht und wir werden dessen drauf kommen, dass heute gar nicht die dritte Diätwoche beginnt, sondern dass heute der 14. Diättag ist. Aber da ich morgen gar keine Zeit habe zum Vloggen, weil wir zu meinem Coach fahren, kriegt ihr jetzt das Update halt am 13. Tag. I'm sorry, Miss, Frau, Magister, Mathematik, kann nicht zählen. Mein Frühstück war übrigens die letzten 13 Tage immer dasselbe. Also es hat auch keine Anpassungen gegeben im Plan oder so. Haferflocken mit Proteinpulver und irgendeiner Nussbutter und meistens Himbeeren, manchmal Heidelbeeren. Gestern hat es mal Apfel gegeben und heute habe ich das vegane Designer Protein und Cinnamon Cereal drin. Ich mag einfach die Konsistenz mit dem Veganen so gern. Seht ihr, wie fest das ist? Dann gibt es dazu einen Kaffee mit Flavor Drops und das ist schon mal Rice Pudding für später. Outfit of the day. Ich habe jetzt gleich einen wichtigen Termin. Wird auf jeden Fall interessant und ich habe noch gar nichts zu meinen Haaren gesagt. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Kommentiert es gerne mal. Ich bin noch immer so begeistert. Ich fühle mich irgendwie damit alter. Ja. Termin erledigt und jetzt gibt es direkt Rice Pudding mit Cheesecake Flavor Drops und dazu ein Fruity Way Sorte Tropica. Das ist jetzt mein Iso Clear Ersatz. Schmeckt genauso gut. Ich finde, das ist eher so Latella-mäßig. Termin erledigt, war erfolgreich und jetzt gibt es direkt Pre-Workout 2 und zwar Citrullin, Beta-Alanin, Kreatin und Meta Plus. Das trinke ich immer so. Viertelstunde, 20 Minuten vor dem Training. Ich werde jetzt auch direkt hinfahren. Mal im Business-Look heute. Das ist übrigens mein Auto, nachdem ich letztes Mal weggefragt habe. Mit Winterreifen. Aber natürlich ein Adam für die Eva. Ready fürs Training. Ich habe heute Oberkörper. Ich habe jetzt ja wie gesagt zwei Restes gehabt, weil nachdem ich krank war. Und deswegen werde ich heute auch nur ganz locker trainieren, also so eine Art Deload-Training, nichts übertreiben, weil das belastet dann wieder das Immunsystem. Und was ist wichtig im Training? Mein Intra beim Oberkörpertraining, nur eher Ass. Ansonsten finde ich auch immer Cluster extrem, das ist echt Game Changer. Cause I can't see you anywhere. Cause I'm the one who knows what I should gonna want. Don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go. Cause you know I won't stay around. So let me know where to go. So let me know where to go. I wanna fight you.
jetzt gibt es gleich mein Post-Workout direkt im Gym. Cardio fällt halt nur aus wegen Werden. Ich habe aber den ganzen Übungen. Eigentlich haben sie zwei Kassen, damit ihr nicht voll übertreibt. Und jetzt gibt's Vajo-Reispudding mit Bären. Und was ist da drin? Keine Ahnung. Er weiß es nicht. Also, es gibt Reispudding mit Bären, das stimmt. Ashwagandha, Cortisol drücken nach dem Training. Und ein Fruity Wave. Freunde, schaut's an. Es ist immer so schlimm. Ich wollte gerade ein Video aufnehmen und rät's und denke mir so, okay, ich bin ziemlich lila. Das sind die Lippen. Sieht immer aus wie Lippenstift. Ja. Auf jeden Fall, jetzt geht's auch nach Hause. Dann muss ich ganz schnell kochen. Und dann geht's schon auch nach Wien. Ich hatte noch 1, 2, 3 Mahlzeiten. Alles easy, weil es ist jetzt schon 5:30 und ich habe nicht irgendwie jetzt extrem Hunger. Also nach dem Pre-Workout warte ich immer nur so eine Stunde. Und ja, jetzt geht's auf. So, Mahlzeiten sind erledigt. Das gibt's als letzte Mahlzeit. Das ist jetzt dieser Nöm-Joghurt, weil ich gerade keinen Bock mehr habe, irgendwas anzurühren mit braunem Mandelmus. Und dann zweimal Kartoffeln mit Margarine verschierten und Fisseln. Basic, dann nehme ich nur dreimal Wasser mit, dass mir das schmeckt drin. Angekommen am Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt nach Wien. Hauptsache, der liebe Lorenz legt seinen Royal Donut in meine Tasche zu meinem Essen. Er ist echt nett. Im Zug am Arbeiten und jetzt gibt es mein nächstes Meal. Bin eh schon wieder hoch. Angekommen in Wien. So. Lorenz hat brav gelernt während der Fahrt. Und ich habe gesagt, dass du gelernt hast. Deswegen sind wir nicht zusammengesessen. Ja. Und ich habe gearbeitet. Und jetzt geht's auf in seine Wohnung. Angekommen bei Lorenz in der Wohnung. Und jetzt gibt's meine letzte Mahlzeit. Es ist mittlerweile 23:05 Uhr. Ich bin echt schon müde. Dazu ein Fenchel-Tee. Und ja, Gott sei Dank habe ich das vorher schon gesagt, weil bei der Zugfahrt ja, ist es ein bisschen durchrumpelt worden. Und ich habe übrigens auch noch gerade meine ganzen Supplemente genommen. Ich fülle die immer in die große Box von ESM und schrift mir, was wo drinnen ist, damit ich mich auskenne. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, der Tag mit mir, uns, hat euch gefallen. Morgen wird ein ganz aufregender Tag. Und von den Kalorien her schreibe ich das jetzt ungefähr dahin. Ich habe ja noch Plan gegessen, also es variiert immer minimal. Jo, aber ich glaube, es waren jetzt so um die 2000. So, mit allem drum und dran. Jo, also ich bin auf jeden Fall happy. Ich habe jetzt nur minimal Hunger, aber das passt. Ich habe gerade schon hungrig geschlafen oder so. Und generell, mein Plan taugt mir voll. Ich habe auch die Abwechslung natürlich. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, was auch immer, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, Bussi und bis bald. Eigentlich ist der Vlog schon zu Ende. Aber ich bin gerade aufgewacht auf der Waage und muss euch was Freudiges mitteilen. Wir haben einen New Dough jetzt nach genau 2 Wochen Diät. -2,8 Kilo. Es läuft so gut. Echt jetzt, ich bin richtig happy. Ich hoffe, die Waage stimmt da, weil Lorenz hat ein bisschen andere wie ich, aber es ist die gleiche Marke, aber manchmal vertraue ich Waage nicht so ganz, weil die haben schon oft bei mir Hokuspokus gespielt. Aber ja, das wollte ich jetzt schnell mitteilen.